HLSports TV ist heute beim Medientermin des VfB Lübeck. Es gibt Fotos zu machen von den Spielern, Einzelporträts und wir haben den Trainer Rolf Landerl gefragt, wie es die letzten Tage gelaufen ist. Rolf, so ein paar Tage nach dem Landespokalfinale, wie schwer wiegt da noch die Enttäuschung? Natürlich ist das noch im Kopf, auch bei den Spielern, aber so ist der Sport, man versucht das schnell abzuarbeiten, zu verarbeiten und dann einen Schlussstrich zu ziehen und dann nach vorne zu schauen. Was hat am Sonnabend denn jetzt gefehlt nach der Analyse? Naja, das ist ganz kurz gesagt. Ich meine, wir haben das Spiel gedreht in der ersten Halbzeit, haben eine richtig gute Phase gehabt bis zum Pausenpfiff. Ja, und kommen dann etwas verändert aus der Kabine, finden dann nicht mehr so ein Spiel wie vor der Halbzeit, lassen uns den Stil vom Todesfelde aufdrücken, mit vielen Zweikämpfen, mit etwas ruppigerem Spiel. Es ist völlig legitim, auch vom Todesfelde so aufzutreten, und finden dann aber nicht mehr die richtigen Mittel, um dagegen zu spielen, und verlieren so den Faden und kommen dann mit drei Standards, verlierst du dann das Spiel. Und wenn du dann das Spiel nachbetrachtest, hatte Todesfeld aus dem Spiel heraus selbst eine Chance in der ersten Halbzeit durch Payonk, einen Drehschuss. Und ja, nach dem Rückstand hast du noch die eine oder andere Chance, aber spielst dann auch zu fahrig und verlierst dann auf diese Art und Weise. Ihr seid jetzt knapp zwei Monate im Training. Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Ja, eigentlich gut. Hört sich jetzt komisch an, natürlich, weil man verloren hat gegen Todesfeld, aber man darf auch nicht alles an diesem Spiel jetzt festmachen. Wir sind gut unterwegs. Einzige Aderlass sind die paar Verletzungen, die wir derzeit haben. Hauptsächlich Bänder und strukturelle Verletzungen. Ansonsten ja, konnten wir viel an Inhalten arbeiten, haben einiges abarbeiten können. Ärgerlich ist natürlich jetzt wieder der Ausfall vom morgigen Testspiel gegen Bochum. Wir brauchen diese Spiele, aber auch das betrifft ja nicht nur uns, sondern auch andere Mannschaften. Aber man weiß, wie wichtig das ist, auf ein Spiel hinzuarbeiten, wo du die Trainingsinhalte dann auch im Spiel üben kannst oder versuchen kannst, ausprobieren kannst, und das fehlt uns natürlich. Du hast gerade schon angesprochen, das Spiel gegen Bochum, dafür kann ja niemand was. Aber wie schwer macht es dann die Planung? Weil ihr habt euch ja jetzt auf dieses Spiel schon vorbereitet und jetzt vielleicht ja doch nicht, ihr sucht einen Ersatzgegner. Ja gut, du sagst es ja, man muss in dieser Corona-Zeit musst du flexibel bleiben. Jetzt fällt das Spiel morgen aus, jetzt haben wir morgen zweimal Training und hoffen, dass wir dann am Samstag ein weiteres Testspiel oder ein Spiel bestreiten können, sagen wir es mal so. Okay, alles klar, danke und viel Erfolg dabei. Gerne. Das war's vom VfB Lübeck von der Lohmühle, vom Fototermin und dem Mannschaftsshooting. Rolf Landerl hatten wir gehört. Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Das war Roland Kenzo für HLSports TV.